wenn die tonnenschweren Fahrzeuge über die Brücke fahren, wo wir dann schlafen. Es ist wirklich kaum vorstellbar, wie wir hier ein Auge zu bekommen sollen. Das ist das, was Abenteuer auszeichnet. Dass es immer wieder schwierige und blöde Situationen gibt, wo du nicht weiter weißt. Überall Steine, wo ich drauf liege. Und sehr kalt. Völlig durchnässt. Nicht angenehm. Und es wird gleich wieder ausgehen. Ich hoffe nicht. Guck mal, wer hier ist. Naturin. Moin. Es regnet hier rum. Ja, das macht uns nass. Das ist richtig ätzend. Wir wollen jetzt erstmal einkaufen und dann beginnt unser Abenteuer. Aber schaut erstmal hier den Schornstein an. Irgendwie finde ich das gerade geil, das zu beobachten, wie der Qualm da rausfliegt. Aber was haben wir überhaupt vor? Wir wollen heute unter einer Autobahnbrücke übernachten. Das klingt total verrückt, ist es auch, aber ihr kennt uns. Wir machen nur verrückte Dinge. Was ein bisschen blöd ist, hier der Schlafsack, der ist ziemlich dick und ich habe die Verpackung vom Schlafsack nicht gefunden. Deswegen musste ich was anderes nehmen, aber der Schlafsack ist nicht ganz geschützt vom Regen. Also wenn ich den Wagen schief halte, dann wird er ja von unten nicht nass. Aber wenn ich ihn so hinstelle, dann wird er schon nass. Aber jetzt geht's erstmal in Edeka rein, was einkaufen. Naturin hat jetzt einen Wagen geholt und jetzt kann's einkaufen gehen. Das ist unser Einkauf. Wir werden heute grillen mit einem Einweggrill. Nackensteaks machen, Kräuterbaguette, das übliche mit Nudelsalat und Spießen noch. Die ganzen Biere hier sind natürlich für Natururin, das ist ja klar. Ja, das muss er jetzt nachholen, das ist ja klar. Außer dieses Bier hier, das Winterbier von Warstein, das wollte ich mal ausprobieren, das kenne ich noch gar nicht. Soll herzhaft malzig sein, ich bin gespannt. Dann werden wir noch Glühwein trinken. Weil es kalt draußen ist, zum Aufwärmen und weil es einfach zur Jahreszeit dazugehört. Im Groben und Ganzen war es das auch schon. Wie noch ein paar Knabbereien. Packen das jetzt ein und dann geht es zu einer Autobahnbrücke. Unter die A1, glaube ich, ist die A1, ne? Weiß ich nicht. Aber wir wissen, das ist die lauteste Autobahnbrücke von dieser Stadt, glaube ich. Das ist gut möglich. So, wir sind jetzt raus aus dem Edeka und jetzt machen wir uns auf den Weg zu einer Autobahnbrücke. Und das wird richtig laut werden, es ist kalt draußen. Wir werden uns aber versuchen, es gemütlich zu machen, grillen, Glühwein trinken und vielleicht, was ich aber nicht glaube, dass es klappen wird, weil alles nass draußen ist, ein Lagerfeuer machen. Aber die spannende Frage ist doch, kann man überhaupt unter einer Autobahnbrücke schlafen? Obwohl es schon richtig dunkel draußen ist, sieht man noch diesen Qualm aus dem Schornstein da, aus dem Industriegebiet. Und hier sieht man die Weserwehr in ihren blauen Farben nachts. Oder besser gesagt im Dunkeln. Nacht ist es noch nicht. Da geht es jetzt wieder rüber, traditionell. Aber egal, ob im Hellen oder im Dunkeln, die Weserwehr ist immer schön. Die Weserwehr ist nie überlaufen. Hier gibt es keinen Massentourismus. Und das finde ich so richtig schön an diesem Ort. Nicht so... Ja gut, es ist jetzt auch nicht so spektakulär, wenn man es so sieht. Also aus Frankreich muss man nicht unbedingt anreisen, um das hier sich anzuschauen. Aber es ist trotzdem schön, wenn man in Bremen ist, dann kommt man gerne hierher und schaut sich diesen Blick auf die Stadt an. Blick aufs Wasser. Nun sind wir da bei der A1, direkt an der Weser. Und jetzt wird einem erst so richtig klar, auf was man sich hier einlässt. Denn es ist ein unfassbarer Lärm. Dauerhaft fahren Autos über diese Brücke rüber. Und da fragt man sich doch, wie soll man diese Nacht überhaupt schlafen können? Kann man das wirklich? Oder kann man es gar nicht? Hier ist richtig viel los. Es ist halt eben eine Autobahn. Und täglich fahren hier 80.000 Fahrzeuge über die Autobahn, über die A1. Und nachts ist ja der große LKW-Verkehr, der wird es besonders laut, wenn die tonnenschweren Fahrzeuge über die Brücke fahren, wo wir dann schlafen. Es ist wirklich kaum vorstellbar, wie wir hier ein Auge zu bekommen sollen bei diesem Lärm. Aber wir wollen es probieren. Und gucken, ob es klappt. Keine Frage, ist das eine verrückte Idee. Und dafür, dass es so eine verrückte Idee ist, solltet ihr auf jeden Fall das Video teilen, kommentieren, liken und den Kanal abonnieren. Die ganzen Bäume versperren die Sicht auf die Autos. Jetzt sieht man die ganzen Lichter nicht. Jetzt wirkt das so gar nicht stark befahren. Aber man hört zumindest die Autos. Hoffe ich zumindest auf Kamera. Wir werden den Weg jetzt hier runtergehen. Und die Autobahnbrücke ist ja ein bisschen länger. Und direkt an der Weser schlafen dann. Unter der Autobahnbrücke. Oh, jetzt bin ich stecken geblieben. Ah, so matschig. Guck mal, es ist alles hier sehr, sehr nass. Und ich habe echt Glück,
dass der Schlafsack von der Seite noch nicht so nass ist, weil ich die ganze Zeit die Karre so schief halte. War alles physikalisch berechnet. Ich sollte Physiklehrer werden. Hier kommt gleich die Weser und auch unser Schlafplatz. Ja, man sieht jetzt die Autos hier gerade nicht, weil die ganzen Bäume im Weg sind und der Winkel zum Film gerade schlecht ist. Aber man hört sie auf jeden Fall, wie sie über uns rüberfahren. Das wird richtig, richtig laut. Es ist eine kranke Idee von uns. Mann, es ist echt windig und es ist sehr schwierig, hier das Tarp aufzubauen. Aber abgesehen davon, dass es windig ist und das schon ohnehin das so schwer macht, das Tarp aufzubauen, gibt es hier auch nichts zum Abspannen. Das heißt, man muss Steine nehmen, die Box da, die Karre irgendwie. Du kannst die Heringe nämlich nicht in den Boden stecken. Das ist alles hier Beton und Steine. Die kann nicht stramm stehen. Das ist richtig schwierig, hier das aufzubauen. Das wird ein Kampf. Der Stuhl hier ist auch schon umgekippt. Der hat schon eine 360-Grad-Umdrehung gemacht. So, mit Naturins Sackkarre ist das schon mal viel standhafter. Da ist mehr Gewicht drauf. Und die hat auch fette Reifen. Und ist generell schwerer. Die wird vom Wind nicht umgestoßen. Jetzt fehlen aber noch viele Steine. Man denkt, hier liegen viele Steine rum. Aber die sind alle fest einbetoniert. Die kriegst du hier nicht raus. Ja gut, die sind klein, der bringt jetzt auch nichts. Aber hier alles fest drin im Boden. Ah, perfekto, perfekto. Den können wir nehmen. Arturin hat ein paar Steine gefunden. Perfekt. Ah, dieser Wind ist so aggressiv. Das ist das, was Abenteuer auszeichnet. Dass es immer wieder schwierige und blöde Situationen gibt, wo du nicht weiter weißt und spontan gucken musst, wie du weiterkommst und das Problem löst. Und das ist gerade der Fall. Naturi hat jetzt eine neue Idee, wie man das Tarp aufbauen kann, aber ja, ihr seht ja, wie windig das ist. Es ist kaum möglich, hier irgendwas hinzubekommen. Wir sind bestimmt schon seit einer Stunde hier im Gange mit dem Tarpaufbau und sind noch weit davon entfernt, irgendwas hier zu grillen und zu essen. Wir wollen auch gemeinsam unter einem Tarp übernachten, aber wahrscheinlich wird das ein bisschen eng werden. Deswegen werden wir beide Tarps aneinander machen wahrscheinlich. Mal gucken, wie gut das klappt. Ob das dann nicht dann doch zu sehr rumflattert. Aber dann haben wir auf jeden Fall genug Platz. Aber da müssen wir doch gucken, wie wir das Ganze aufbauen. Aber wenn jeder sein eigenes Tarp aufbauen würde, wäre es schwierig, weil man braucht ein großes Abspannelement, so ein Standbein, sage ich mal, dass es an einer Stelle halt hochgestellt ist, das Tarp. Und das wäre halt diese große Sackkarre von Naturin. Und die könnte ja nur einer haben, deswegen müssen wir gemeinsam unter einem Tarp schlafen. Fällt auf, dass durch diesen starken Wind hier alles feucht wird. Die Kamera ist auch schon ganz feucht. Weil der Regen hier reingeschleudert wird vom Wind. Das heißt, wir würden auch nass werden, wenn wir hier kein Tarp haben. Es sind jetzt schon 3 Stunden vergangen, seitdem wir hier versuchen, dieses Tarp aufzubauen. Wir sind immer noch nicht fertig. Und wir geben es jetzt sogar auf. Es ist völlig chancenlos. Mein Licht ist auch schon so langsam leer. Meine Kopflampe, die muss ich gleich laden. Erstmal. Also, wir haben schon so viele Steine da am Seitenrand hingelegt, den Wagen hier in die Mitte gemacht. Und das bringt alles nichts. Es fliegt alles nur weg und flattert nur rum. Und man könnte sich zwar hier reinlegen, aber nur einer könnte sich hier reinlegen. Und er würde die ganze Zeit dieses Tarp immer ins Gesicht bekommen, weil es hier richtig rumflattert.
Und so kannst du auch nicht schlafen. Die Übernachtung hat noch nicht mal angefangen und schon ist der Schlafsack völlig durchnässt. Naja, vielleicht von innen doch nicht, aber von außen auf jeden Fall schon eine Menge und sandig und dreckig und... Ach Mann, Leute, so sollte das nicht starten. Ich glaube, wir werden auch erstmal was grillen und scheiß drauf auf den Schlaf. Das können wir irgendwann anders aufbauen. Und wenn wir auch gar nicht schlafen, egal. Hauptsache jetzt das Essen. Ich habe mega Hunger und wir hocken jetzt schon über 3 Stunden hier beim Aufbau rum. Das reicht jetzt wirklich. Endlich mal eine gute Nachricht. Der Einweggrill läuft und wir sind jetzt hier auf der anderen Seite bei der Wand. Hier ist zwar alles uneben, aber es ist ein ganz, 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 ganz klein wenig Windsteller. Aber trotzdem nicht gut und sehr kalt und trotzdem alles feucht hier. Aber diese Karre bietet so ein bisschen Windschutz, damit dieser Grill hier auch vernünftig läuft. Ja, wie vernünftig er laufen wird, werden wir am Ende sehen. Noch brennt er. Also mit leerem Magen das Ganze hier beenden, ohne Schlaf, frieren. Nee, das geht gar nicht. Damit uns auch ein bisschen warm wird, werden wir jetzt hier gleich Glühwein kochen. Wir haben noch ein paar Käsestangen. Die werden wir essen, während der Grill hier noch rumgrillt. Der Glühwein ist fertig und der duftet richtig gut. Lübecker Glühwein. So, die Nackensteaks können aufgelegt werden. Oh Mann, da freue ich mich drauf. Das wird ja so richtig geil sein. Nicht, dass der hier noch runterfällt, der Gute. Der Magen knurrt schon seit ein paar Stunden. Und wir haben es hier mit vielen Rückschlägen zu tun. Wie auch sonst wir das aufgebaut haben. Ja, es hat so lange gedauert und das kann man im Video gar nicht darstellen, wie krass das ist. Wie zeitaufwendig das war und wie sehr uns das genervt hat. Das ist normal. Das war das Video nicht darstellen. Zeit für Glühwein-Nachschub. Die eine Tasse war schon leer. Ja, die sehen schon relativ fertig aus. Das erste Fleisch kann gegessen werden. Endlich! Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ihr sitzt zu Hause wahrscheinlich hier in einem schönen, beheizten Wohnzimmer. Sitzt vorm Fernseher, guckt dieses Video oder guckt es am Handy. Und könnt euch nicht vorstellen, wie sehr wir uns über dieses Essen jetzt freuen. Fertig. Mal sehen, ob es uns das erste Mal gelingt, das Kräuterbaguette nicht schwarz anzubraten mit einem Einweggrill. Denn immer, wenn wir mit einem Einweggrill versucht haben, Kräuterbaguette zu machen, dann ist es immer schwarz geworden. Es wird relativ schnell schwarz. Also mir ist es auch schon alleine passiert. Irgendwie klappt das nicht, keine Ahnung. Aber man ist auch immer so unaufmerksam und unterschätzt die Zeit immer und denkt, ach, das kann doch ein bisschen, na, nee, hätte es schon umdrehen müssen. Das Baguette ist eigentlich doch ganz okay geworden. Vielleicht ein bisschen roh, aber... Ich bin Alkoholiker! Glühwein Portion 3. Und danach gibt's einen neuen Glühwein, eine neue Marke. Mal gucken, ob die besser schmeckt oder schlechter. Der letzte Nürnberger Glühwein. Prost. Prost. Ich habe ein bisschen Baumrinde hier hingelegt, die ist noch ein bisschen trocken. Die lag hier noch unten rum, wurde noch nicht so nass gemacht, das ist gut. Und drumherum habe ich ein bisschen Steine gelegt, damit es ein bisschen windgeschützter ist. Hier vor ist ja die Wand, da brauche ich keine Steine vorlegen. Mal gucken, ob das angeht. Ja, einfach so wird es natürlich nicht angehen. Da muss schon ein bisschen Brennspiritus nachhelfen und ein paar Papiere müssen nachhelfen. Ihr wollt hier jetzt natürlich nicht durchlesen, aber hier habe ich zum Beispiel ein Skript geschrieben, was ich moderieren muss für das Zagreb Krankenhaus Video hier. Das kann man sehen. Von dem Krieg hat sich Zagreb bis heute finanziell nicht erholt zum Beispiel. Das habe ich da gesagt im Video. Und guckt mal Leute, es ist 2 Seiten lang. Weil ich habe ja viel nachmoderiert. Und dieses Nachmoderieren ist sehr aufwendig. Und da muss man sich überlegen, was man sagt. Und jetzt werde ich es verbrennen, weil jetzt brauche ich es nicht mehr. Brennt. Jawohl! Es brennt rum. Aber das kann doch ganz schnell wieder ausgehen. Und es wird gleich wieder ausgehen. Ich hoffe nicht. Weil das ist das einzige Papier, was ich hatte. Weil jetzt diese paar Sekunden ist es zumindest mal sehr warm. Das ist geil. So kann man sich den Abend ausklingen lassen.
Aber einen Schlafplatz haben wir trotzdem noch nicht. Man sollte echt dankbar dafür sein, das merkt man jetzt richtig, dass man zu Hause einfach eine Heizung haben kann und die aufdrehen kann. In anderen Ländern kann man das nicht einfach so machen, auch wenn die Heizrechnungen sehr teuer sind. Aber es gibt diese Möglichkeit, einfach im Heizkörper die Heizung aufzudrehen, es sich warm zu gestalten im Raum. Und wir müssen uns hier ein Feuer machen. Wir haben hier keinen Heizkörper. Wir sind sehr froh darüber, dass hier vielleicht für eine halbe Stunde dieses Feuer hier brennt, wir uns hier ein bisschen aufwärmen können und Glühwein dazu trinken können. Oh Leute, ich weiß gar nicht, der wieviel die Glühwein das jetzt schon ist. Aber jetzt ist auch noch das Licht ausgegangen. Na super. Die Scheiße. Das heißt, das Licht wieder an. Wir werden uns jetzt so langsam schlafen legen und scheiß drauf, ob Tarp oder nicht. Wir schlafen hier einfach auf Isomatte mit Schlafsack, der teilweise durchnässt ist. Ist das Licht schon wieder ausgegangen? Ja, da ist das Ding. Ja, ich. Ja, dankeschön. Der Turin leuchtet mich an. Ich habe übrigens ausnahmsweise mal so ein kleines Kissen mitgenommen hier. Dieser Boden ist auch sehr uneben. Alles betoniert, habe ich ja schon gezeigt. Überall Steine, wo ich drauf liege. Es wird sehr unbequem, kalt, feucht, laut. Gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen. Wie war die Nacht? Nicht angenehm. Nicht angenehm? Aber du konntest schlafen. Ja, aber ich bin ganz viel wach geworden. Die Nacht war gut, garantiert nicht. Der Lärm ist schon sehr, sehr penetrant. Aber man konnte tatsächlich so ein bisschen schlafen. Man merkt es auch im Rücken, dass worauf man geschlafen hat. Mit der Kälte hatte ich dann aber weniger Probleme. Der Schlafsack ist schön dick. Da sieht man unseren Schlafplatz. Direkt daneben, das konnte man gestern nicht so gut sehen, die Weser. Eine Kartuschka. So, der Kaffee ist fast fertig. Dann können wir den trinken. Jawoll. Das ist ein geiler Kaffee. Wo haben wir in Bremen am See übernachtet? Und wo haben wir in Düsseldorf am Rhein übernachtet? Bitte anschauen.